Guten Morgen, ich grüße die aufgehende Sonne, ich grüße alle, die sich am Ring der Kraft beteiligen, um in dieser herausfordernden Zeit die Stimme der inneren Friedensmacht zu finden. Ich sitze hier an einem ungewöhnlichen Platz, ich sitze hier unter einem Olivenbaum und ich möchte euch sagen, dass wir etwas verändert haben im Ring der Kraft. Wir hatten gestern Abend ein kleines Webinar mit Menschen, die regelmäßig mit der aufgehenden Sonne am Montagmorgen meditieren. Und wir stimmen uns jetzt schon abends ein. Und ich habe gestern Abend in dem Webinar auf die Frage, was ist die Frequenz der Woche, was ist unseres jetzt zu tun, die Karte gezogen, der Olivenbaum. Und das war für mich kein Zufall und ich kann sagen, der Olivenbaum ist für mich eines der tiefsten Symbole, ein Kulturbaum, der seit Tausenden von Jahren auch in der Gegend des fruchtbaren Halbmondes für den Frieden steht. Bei den Römern, wenn Soldaten oft genug Olivenbäume gepflanzt haben, dann konnten sie den Kriegsdienst verweigern. Also es geht um eine Macht, die höher ist als alle Gewalt. Wir hier in Tamera haben im Moment die Olivenernte und wir schlagen zurzeit jeden Morgen um 10 Uhr den Gong und lassen alles stehen und liegen und gehen in die Meditation für die Frage, was ist unsere Stellungnahme, wozu stehen wir in dieser herausfordernden Zeit, was ist von uns gerade gefordert. Und wir laden euch herzlich ein, euch zu beteiligen, eine Meditation zu finden, wo wir glauben können, dass wir tatsächlich durch diese Kraft etwas bewirken können. Heute Morgen, als ich in die Meditation ging, hier an diesen kleinen Olivenbaum, der ist hier direkt an einem Weg, trägt wunderschöne kleine Früchte. Und mit dem Beginn der Meditation fing es wieder an zu regnen. Und ich erlebe das zurzeit sehr, sehr oft in dem Moment, wo ich das Tor öffne, im Gebet, in der Öffnung für das Ganze, kommt der Regen. Und es kam so eine Aussage, erlaubt eure Tränen, erlaubt es zu weinen, erlaube es, das Unbekannte anzuschauen und dich mit diesem Unbekannten so zu verbinden, dass du bei allen Tränen dein Herz nicht vergiften lässt von Gewalt und Wut, sondern von dort die Kraft aufsteigen lässt. Der Olivenbaum steht für dieses Wunder einer Kraft, wo er aus dem Dunkel heraus sein Licht zurückschenkt an den Himmel. Und in dem Zusammenhang kam bei mir auch wieder sehr klar diese Botschaft, alleine könnt ihr nichts bewirken als Menschen. Ihr müsst diese Ebene wieder finden, der Wiederverbindung mit dem Ganzen. Und in diesem Sinn steht der Olivenbaum für eine unglaubliche Fähigkeit. Selbst in Felsen gibt er seine Wurzeln und findet Nahrung in der Erde, um seine Kraft dem Licht entgegenzustrecken. Und wir wissen, dass im Nahen Osten Jesus in Kanaan unter dem Olivenbäumen saß, in seinem Friedensgebet, in einer Zeit des Krieges. Und seit Tausenden von Jahren sind wir auf der Suche, wie können wir diese Macht des Krieges im Innern so besiegen, dass wir die Antworten erhalten, durch was lässt sich diese Form von Rache und Wut wirklich beenden? Mit Sicherheit nicht durch Krieg. Und ich sage das in aller Naivität, wissend, dass ich nicht weiß, was ich tun würde, wenn ich jetzt in Regierungsämtern sitzen würde. Es geht um eine ganz neue Form des Lebens auf der Erde. Und trotzdem rufen wir jetzt hier aus, natürlich Waffenstillstand. Ich habe in der Meditation vor mir gesehen, wie es einen Schutzdom gibt über Gaza mit Flugzeugen und Nahrungsmittel abgeworfen werden, Helferkräfte. Wir müssen uns vorstellen, in welcher Situation dort eine ganze Zivilisation lebt. Und hier zu bombardieren, das geschieht nicht in unserem Namen. Da brauchen wir Mut.
Und das sagen wir zu unseren israelischen Freunden, zu unseren palästinensischen Freunden. Wir halten zu euch und suchen nach einer Antwort, die nicht mit Gewalt reagiert. Und so laden wir euch ein, auch mit uns gemeinsam zu suchen nach Bildern in der Meditation, die glaubhaft sind, die die Möglichkeit haben, sich zu manifestieren. Ich habe auch Friedensaktivisten aus Palästina im Gespräch gesehen mit den Hamas. Was ist möglich? Was hat mehr Macht als Gewalt? Können wir nicht tatsächlich bewirken, dass die Gefangenen befreit werden und die Geiseln freigegeben werden und dann stark genug eine Macht aufbauen, die jetzt nicht noch mehr Wut und Hass aktiviert, sondern die in vielen Menschen diesen Wandel möglich macht, wo man an die Möglichkeit einer gewaltfreien Lösung glaubt und wo diejenigen, die in einer Machtposition sitzen, merken, wir können ein Beispiel setzen für Gewaltfreiheit, für friedliche Lösungen und dadurch vielleicht den Hass, die Wut und die Rache mildern und beenden. Also diejenigen, die in einer Machtposition stehen, diejenigen, die in einer privilegierten Situation sitzen, die müssen jetzt gemeinsam wirklich nachdenken und sich nicht entziehen. Gleichgültigkeit ist der Beginn einer faschistischen Realität. So lasst uns erlauben, mitzuweinen, auch wenn wir die Antwort noch nicht kennen. Wir stellen uns dem Unbekannten und suchen nach Antworten. Und so möge der Olivenbaum diese Woche uns begleiten als eine unbedingte Kraft, die für den Frieden steht und von dort Antworten sucht. Was ist jetzt unseres zu tun? Im Namen einer bedingungslosen Liebe stehen wir für das Leben. Im Namen einer Mutterschaft. Ich sehe dann auch Frauen, die zu Tausenden, palästinensische Frauen, internationale Frauen, jüdische Frauen, gemeinsam einen Pilgerweg gehen. Es haben auch jetzt übrigens viele Juden gesagt, normalerweise ist freitags unser Sabbat, aber wir können es nicht zulassen, dass in unserem Namen weiter diese Art von Grausamkeit und Gewalt geschieht. Das geschieht nicht in unserem Namen. Und diesen Mut brauchen wir jetzt alle. Ich danke euch und grüße euch, möge es eine gesegnete Woche sein. Und ich lade euch ein, mitzudenken. Wir haben am 9. November dann hier einen Tag. Es war der Tag, wo die Maueröffnung 1989 in Deutschland stattgefunden hat und wo auch der Beginn der Reichspogromnacht war, wo die Judenhetze begann. Und lasst uns dafür sorgen, dass jetzt nicht Antisemitismus geschehen kann, dass jetzt nicht die Palästinenser auf einmal die Bösen werden, die Feinde werden. Wir weigern uns, Feinde zu sein. Lasst uns das wirklich in der Tiefe unserer Seele aufsuchen und gemeinsam einen Tag gestalten, der wirklich zeigt, wir weigern uns, Feinde zu sein. Ja, Asim.